Ja gut, dann heiße ich nochmal alle gern herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Link, ich bin Entwickler bei Proxmox und werde heute mal eine kurze Vorstellung vom Proxmox Virtual Environment machen. Ich weiß nicht, wer hat damit schon gearbeitet und wer kennt das? Vielleicht nochmal so Fragen. Zwei, nicht so viele. Drei. Gut, also ich werde jetzt erstmal eine kurze Vorstellung eben von uns als Proxmox halten, weil ich glaube, viele kennen uns doch nicht, weil wir sind zwar schon etwas länger am Markt, aber doch eher klein. Dann werde ich eine Einführung eben ins Virtual Environment, wie die Architektur aufgebaut ist, unseren eigenen HA-Stack, wo ich auch kommen werde, warum wir diesen haben, den eigenen HA-Stack und nicht eben Pacemaker, was für Storages wir unterstützen und wie man das Ganze eben auch integrieren kann in Third-Party, was eben für verschiedene Szenarien, die ich dann auch eben, by the way, erklären werde, was wir eben alles unterstützen und was wir eigentlich auch in der Praxis draußen haben, haben und was wir noch für weitere Features haben. Also gegründet worden sind wir 2005 in Wien, also wir sind auch hier in Wien ansässig, haben das Headquarter hier und daher kommt eigentlich auch der Name Proxmox. Das erste Produkt war die Mail Gateway. Das war eine kommerzielle Version, also nichts Open Source, auf Linux aber eben auch schon auf Debian. Und das zweite, 2008, das erste Mal released mit der Version 0.9, das war dann die Virtual Environment und das ist komplett Open Source und darum geht es ja auch heute. Wir haben generell ein weltweites Partnernetzwerk, das heißt Leute, die es integrieren, Kontributoren, die auch Code zur Verfügung stellen und mitentwickeln und eben auch eine weltweite Community, die eben überall bei Fragen, Problemen auch mithelfen. Generell zu sagen ist einmal, was war die Grundidee von Proxmox Virtual Environment oder einfach PVE? Und die Grundidee war einfach, wir haben auf der einen Seite KVM-Chemo gehabt, was aber, muss man ganz ehrlich sagen, früher, also jetzt wenn man gerade zurückgeht, also 2008, nicht besonders bedienerfreundlich war. Also man hat eigentlich nur die Command-Line gehabt und wer mal das, sich die Command-Line angeschaut hat, gerade mit deren Disken und wird das Ding relativ schnell lang und groß. Und genau das Gleiche mit OpenVZ ist nicht ganz so schlimm, aber ja, war halt auch nicht ganz schön. Und vor allen Dingen die Idee war halt ganz einfach, OpenVZ und KVM sind eigentlich zwei Produkte oder Technologien, die sich eigentlich nicht gegenseitig ausschließen, sondern eigentlich wunderbar ergänzen, weil das eine hat Vorteile, was das andere nicht bieten kann und das andere hat Vorteile, was das andere nicht bieten kann. Und ja, das war halt die Grundidee. Und das Ganze natürlich auch über ein GUI zu managen, was einfach für unbedarfte User einfach leichter zu managen ist. Ja, es ist einfach so, dass viele Leute draußen eben die sagen, okay, sie wollen sich nicht tief in die Materie begeben, sondern sie wollen es einfach benutzen. Das GUI ist jetzt mittlerweile in 21 Sprachen verfügbar, also voll übersetzt und wird immer weiter übersetzt. Und wir haben mittlerweile 130.000 aktive Installationen, also Hosts draußen. Die sind also wirklich aktiv, das heißt, wir haben nämlich einmal am Tag meldet sich jeder Host, außer er wird irgendwie ausgeschalten über die Update-Funktion, meldet sich bei uns und schaut halt, ob neue Updates da sind und darüber zählen wir halt, ob ein Host aktiv ist oder nicht. Also sonst haben wir eigentlich kein Feedback zu den Hosts. Wir haben ca. 6.000 Subscriber von unserer Commercial License, also Support, wo ich dann eben am Schluss auch noch dazukommen möchte, weil da gibt es immer Verwirrung, dass viele glauben, eben wir sind Open Source, also man kann es auch ohne Subscription. Subscription ist eine reine Sache. Erstens, man unterstützt uns und zweitens einmal, ich brauche Support. Aber sonst ist es Open Source und jeder kann es frei verwenden. Deswegen werde ich das nochmal ein bisschen erklären. Wir sind momentan eben auf der Version 4.1 und nächstes Monat steht die 4.2 zum Release. Da gibt es dann eben Veränderungen, gerade im Bereich LXC. Also da steigen wir dann auf die 2er-Version um. Neuer Kernel kommt und eben es wird ein neues GUI geben. Das ist jetzt hier noch das alte GUI und es ist eigentlich von der Aufteilung
relativ einfach. Also es ist dreigeteilt. Man hat hier eben die Übersicht über den gesamten Cluster mit den ganzen verschiedenen Einheiten, also wie zum Beispiel hier, das wäre jetzt ein Node. Und wenn ich jetzt einen Multinode-Cluster hätte, dann würde ich jetzt eben die ganzen Nodes darunter sehen. Wie eben, das sind jetzt die LXC-Container und das sind ganz einfache KVMs und da habe ich eben die Storages. Also ich sehe auf einen Blick, kann ich meinen ganzen Cluster sehen. Im Hauptfenster, eben hier wird einfach abgebildet, das ist der Fokus, wo ich mich momentan befinde. Also befinde ich mich jetzt auf einer KVM, habe ich einen anderen Fokus natürlich, als wenn ich auf einem LXC-Container bin oder eben im Datacenter habe ich wieder andere Möglichkeiten. Und unten habe ich halt ganz einfach die aktuellen Tasks, die Task, also im Prinzip das Login. Gut. Zur Architektur, wie ich schon erwähnt habe, also wir basieren auf Debian 8 momentan und gehen immer mit Debian mit. Und das heißt also, wir haben eigentlich eine komplett Vanilla-Debian-Box. Man kann Proxmox auf zwei Arten installieren. Man kann auf der einen Seite eben unseren Installer einfach runterladen von der Proxmox-Seite und kann das dann auf ein USB oder CD brennen, wie man auch will. Kann das Ganze einlegen und es wird halt einfach installiert. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie ein spezielles Setup, was zum Beispiel die Disks, Disk-Layout oder sowas beanspruchen würde, dann sage ich, okay, ich installiere einfach ein Vanilla-Debian, richte mir das ein, so wie ich das haben will, binde einfach unsere Repositories ein und installiere mit dem Package Manager einfach das Proxmox PVE. Wir haben einen Custom Kernel, der auf dem Ubuntu Version basiert. Das hat folgenden Grund, weil die Debian Version ist einfach für LXC zu alt. LXC braucht einen relativ neuen Kernel und sie bringen auch relativ viele neue Features eben und auch Verbesserungen, also gerade security-mäßig sind in den aktuellen Kernels für LXC, ist einfach eine Notwendigkeit. Deswegen können wir eigentlich nicht mit einem älteren Kernel, mit einem Mainline-Kernel von Debian mitgehen. Wir haben KEMU 2.5, also sehr, sehr neu, rein. Das heißt, also wir bieten auch sämtliche neuen Feature, eben jetzt mit einem 4.4er-Kernel wird auch virtuelle GPU, also Virtualisierung der GPU, Einzug halten, was gerade für Terminal-Server und so sehr, sehr interessant sein kann. Momentan sind wir noch auf LXC 1.1, kommt aber jetzt mit der 4.2er eben, wird es die 2er-Version geben. Corosync, dann eben unseren eigenen HA-Cluster, also HA-Stack, Entschuldigung, nicht Cluster, den wir eigentlich aus mehreren Gründen, es ist der Hauptgrund eigentlich war ursprünglich, dass ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Pacemaker konfiguriert hat und weiß, wie lustig das ist. Also ihr da hinten sicherlich. Und ich meine, Pacemaker kann sehr, sehr viel und ist auch eben, wie gesagt, man kann es für alles einsetzen. Uns kann es zu viel und die Konfiguration ist auch zu komplex. Wir brauchen eigentlich nicht viel. Also wir müssen nur feststellen können, eben ist der Node nicht mehr da, okay, dann schalt ihn aus und migriere die VM. Und jetzt kommen eben dann noch Sachen dazu, die sind noch nicht implementiert, aber die werden dazukommen. Eben genau das, was der Philipp vorher angesprochen hat, eben die Logik, dass ich sagen kann, okay, du bist jetzt auf dem DRBD und du hast die lokale Platten dort, also versuch dorthin zu migrieren, weil das ist deine priorisierte Node. Das Ganze natürlich auch eben mit CPU-Usage, RAM etc. Also das wird jetzt in den nächsten Versionen Einzug halten. Und das ist eben für uns dann wesentlich leichter zu implementieren, als wenn wir sagen, okay, wir ziehen den ganzen Pacemaker oder Zookeeper oder wie sie alle heißen, integrieren es da rein. Generell, wir haben unser eigenes Database-basierte Filesystem, was mit Fuse realisiert ist, komme ich nachher später noch dazu beim Cluster. Und wir haben eine RESTful API, was sehr, sehr schön ist, eben zum das Ganze in irgendwelche bestehenden Umgebungen, wie zum Beispiel Monitoring von den einzelnen Nodes oder zum Beispiel das Monitoring von einzelnen Nodes ist zum Beispiel immer wieder absolut gefragt bei Enterprise-Kunden, die sagen, okay, mir ist es wichtig, dass meine Services absolut dauernd verfügbar sind. Das heißt, ich möchte meine Nodes auch monitoren. Zum Beispiel, was jetzt der andere Use Case ist für die RESTful API, das sind die Service Provider, die sagen, okay, ich vermiete meine VM
Und ich will eben das ganze Accounting automatisieren. Das heißt, ist es gezahlt, wenn der Kunde die es übers Web-GUI anlegt, dann soll automatisch eine VM provisioniert werden, etc., etc. Das kann ich alles mit der API wunderschön integrieren. Gibt es auch eben Third-Party-Tools dazu, die das machen. Das ist halt ungefähr einmal eine Übersicht, was wir ungefähr haben und wie das Ganze funktioniert. Wir haben ein paar mehr Daemons, aber auf die werde ich jetzt nur beiläufig eingehen, weil die eigentlich nicht wirklich relevant sind. Also wir haben einmal die ganzen User-Space-Tools, die ich einfach über die CLI verwenden kann. Und dann habe ich eben den PVE-Proxy, den Daemon und den Stud-Daemon. Ich fange jetzt mal beim PVE-Stud-Daemon an. Das ist eben genau das, was mir den ganzen Status des Clusters auf der einzelnen Node zur Verfügung stellt. Also der fragt zum Beispiel dauernd ab, wie ist es jetzt mit dem CPU, welche VMs laufen, etc., wie sind die Ressourcen aufgeteilt. Der PVE-Daemon läuft unter Root und managt im Prinzip alles. Also das heißt, er startet die VMs, der startet die Container, stoppt sie und macht das Ganze im Prinzip das Administrative. Der Proxy ist unser selbstgeschriebener HTTPS-Webserver und läuft eben nicht unter Root, sondern läuft unter ganz normal unter HTTP-User. Und der darf eben, wie gesagt, selber überhaupt nichts ausführen. Das ist ein Security-Mechanismus, dass wenn der korruptiert wird, kann der überhaupt nichts machen. Der leitet im Prinzip alles an den Daemon weiter und der Daemon eben führt es dann aus. Je nachdem, ob er es darf, das hängt dann wieder damit zusammen, hat der User, der das ausführen will, überhaupt die Permission dazu, es auszuführen, etc. Oder ist es möglich oder ist es böse, was auch immer. Noch eine schnelle Übersicht, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist mir vorher aufgefallen. Natürlich hat ein Linux-Container auch ein OS. Also nur man sieht eben schon, der Linux-Container ist um einiges schlanker. Weil eben, wie gesagt, ich brauche keinen eigenen Kernel haben und ich brauche kein KEMU, was eben Hardware emuliert. Und dadurch bin ich einfach viel, viel schlanker, habe aber natürlich auch dadurch einige Nachteile, wie zum Beispiel, ich muss immer den Kernel und auch die Kernel-Version vom Host nehmen. Genau das Gleiche ist mit der Security. Es gibt immer mal wieder eher Ausbrüche im Umfeld Linux-Container, weil ich laufe einfach auf dem Host und bin halt mit, wo wir später dazu kommen, mit gewissen Security-Measurements einfach abgeschirmt. Bei einer KVM bin ich einfach wesentlich besser, weil es ganz einfach so ist, ich habe alles eingesperrt, habe meinen eigenen Kernel, das heißt, da wird nichts gemischt. Ich kann auch verschiedene Kernel-Versionen nehmen. Ich kann auch andere Betriebssysteme, zum Beispiel wie Windows, verwenden oder FreeBSD, Solaris, wie auch immer. Das funktioniert alles, während das funktioniert natürlich bei Containern generell nicht. Ich kann nur Linux verwenden. Gut. Zum KVM ist eigentlich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist Standard, mehr oder weniger auf den ganzen in der Linux-Welt. Wir generell emulieren nur x86er Hardware und AMD 64er. Es würde theoretisch auch noch ARM und andere Architekturen unterstützen und emulieren. Wir machen es nicht, weil der Punkt ist ganz einfach, es wird erstens mal wenig nachgefragt und das sind dann halt auch immer sehr, sehr spezielle Use Cases, weil ich brauche dann halt genau das Setup, das heißt, zum Beispiel einen ARM-Prozessor zu generalisieren, ist ein bisschen schwieriger. Ja, gut. Was bei uns auch jetzt eben, wie vorher schon erwähnt, also virtuelle GPU, wird jetzt mit einem 4.4er-Kernel unterstützt. Generell kann ich auch mit dem IOMMU PCI Pass-Through, das heißt, ich kann einzelne Devices, wie zum Beispiel Netzwerkkarten und sowas, direkt der VM durchreichen. Oder zum Beispiel Grafikkarten ist für Terminal-Server eine sehr, sehr gute Sache und wird auch immer wieder benötigt. Genauso kann ich natürlich USB-Devices und sowas einfach weitergeben. Der Punkt ist halt, wenn ich solche Technologien wie Pass-Through verwende, bin ich natürlich auch wieder eingeschränkter, gerade in Bezug auf Cluster,
weil natürlich, wenn ich jetzt meiner VM eine Ressource, eine Hardware-Ressource zuweise, tue ich mir natürlich wahnsinnig schwer mit einer Live-Migration oder mit einer Migration generell, weil das habe ich natürlich auf der anderen Node eventuell nicht. Vielleicht schon bei USB geht es leichter, aber zum Beispiel bei Grafikkarten funktioniert das jetzt erfahrungsgemäß nicht wirklich gut. Also. Gut, zum LXC ist eben, wie gesagt, wir sind gewisse Security Measurements rein, die im Prinzip auf Control Group, Namespaces, Mac Control, SEPConf und App Armor basieren. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir so einen neuen Kernel brauchen. Das, was wir eigentlich als Einzige anbieten und wo kein anderer mit LXC das macht, ich meine, es ist, wenn man es selber macht, oder zum Beispiel LXD kann es nicht Multiple Disks anbinden. Also bei uns ist es genau das gleiche Modell wie bei VMs. Ich kann einem Container mehrere Mount Points oder eben mehrere Disken zuweisen. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte jetzt temporär eine Backup-Disk oder sowas hinhängen, möchte aber keinen Netzwerkstore einhängen. Gut. Zum Proxmox-Filesystem. Das ist eben unsere, das ganze Herz eigentlich der ganzen Geschichte, weil so schaffen wir es eigentlich, Multi-Master-fähig zu sein. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine SQLite-Datenbank, die mit Corosync auf den einzelnen Nodes repliziert wird. Und daher kommt auch eben dieses das Limit von 30 Megabyte Replikation zustande. Das heißt, es würden theoretisch wahrscheinlich eh mehr gehen. Genauso wie die 16 Nodes, das sind einfach Sachen, das sind einfach Limits, die wir jetzt gesagt haben. Es gibt im Corosync-Umfeld Leute, die behaupten, es gehen mittlerweile mehr. Das hängt natürlich wieder Punkt A vom Netzwerk ab. Was habe ich für ein Netzwerk? Wenn ich ein 10 Gigabit Latency-Netzwerk habe, ist natürlich wesentlich mehr möglich. Aber das ist das, was wir jetzt sagen, 30 Megabyte und 16 Node für ein Cluster ist okay. Und das ist auch genau das, was erfahrungsgemäß super funktioniert, ohne Probleme. Das Ganze wird auch noch realisiert, eben hier habe ich es mal schön aufgezeichnet. Eben, wir haben die SQLite-Datenbank, die übers Corosync synchronisiert wird und eben auch im Sync gehalten wird, das Quorum auch aufrechterhält, also das macht Corosync. Und das Ganze wird dann mit dem Fuse-File-System einfach in etc/pve reingemappt und jeder im Prinzip kann dort reinschreiben und sobald gemerkt wird, okay, eine Datenbank hat eine neuere Version, wird das Ganze wieder gesynkt. Und das Ganze in Realtime. Das heißt, da habe ich kein Problem. Und wie gesagt, wenn jetzt mal wirklich wäre, dass auf den einen Node geschrieben wird und der andere, gibt es einen Locking-Mechanismus. Also es kann nicht passieren, dass jetzt irgendwie Lost Update oder irgendwie eine inkonsistente Version auftritt. Das Ganze sieht dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann, das ist ein bisschen unscharf. Das Ganze sieht dann eigentlich einfach so aus. Es ist im Prinzip eine File-Hierarchie. Und alle Files, die da drin sind, sind ganz normale Plaintext-Files. Das heißt, die kann ich lesen, die kann ich editieren, ist kein Problem und ist ja selbsterklärend. Hier zum Beispiel würde ich jetzt eben, das ist jetzt ein Single-Node-Environment. Wenn ich jetzt hier mehrere Nodes hätte, dann würde ich einfach unter den Nodes PVE, also die, der Node-Name, und dann wären halt noch weitere Nodes drinnen. Jawohl. Und so schreibt halt jeder Node in sein Directory rein und datet das halt ab. Gut, dann kommen wir zum PVE Cluster Manager. Es ist generell, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist es bei uns eigentlich oberste Direktive, dass alles eigentlich leicht und schnell einzusetzen sein muss. Und so ist zum Beispiel ein Cluster mit drei Befehlen eigentlich aufzusetzen. Also ich habe PVE CM, sage dann einfach Create Cluster Name und auf den anderen zwei Nodes, die ich hinzutun will, mache ich einfach PVE Add und gebe den, also den Cluster hinzu und schon wird das Ganze aufgesetzt. Es ist jederzeit möglich, weitere Nodes eben bis zu diesen 16 Nodes hinzuzutun zu einem Cluster. Ich kann sie aber auch jederzeit wieder raustun.
Das ist, warum auch immer, zum Beispiel Replacement von Hardware oder sowas. Ist kein Problem. Eben auch durch das Cluster habe ich natürlich auch die Möglichkeit, VMs live zu migrieren. Bei LXC funktioniert das leider momentan nur offline. Es wird aber noch kommen, dass es auch online geht. Das heißt, also ich habe KEMU KVM Live-Migration, während LXC leider nur Offline-Migration. Ich kann eben den ganzen Cluster von jedem einzelnen Node, und das gleiche gilt fürs WebGUI, also ich kann mich auf jede einzelne Node verbinden und kann dann den ganzen Cluster damit managen. Das heißt, es ist wurscht, ich habe keinen Master, wo ich mich drauf verbinden muss und wenn der Master weg ist, habe ich ein Problem, sondern es geht von jedem einzelnen Node. Und dadurch gibt es natürlich auch kein Single Point of Failure. Außer natürlich, ihr habt kein Quorum mehr. Das heißt, wenn der Cluster kein Quorum mehr hat, okay, dann ist er read-only. So wie es halt bei diesen ganzen Cluster-Geschichten halt ist. Zum HA-Manager, den wir eben, wie gesagt, selber gemacht haben, ist, es war eben auch eins der Mitbeweggründe, warum, wenn man HA funktioniert bei uns out of the box. Das heißt, sobald ich ein Cluster erstellt habe und ich hoffe mit 3 Nodes, kann ich eigentlich ohne Probleme HA einschalten und das Ganze funktioniert über das GUI. Das heißt, also ich brauche da jetzt nichts Großes, Aufregendes konfigurieren, sondern ich kann das auf dem GUI sagen, okay, die VM enable HA und die ist dann unter HA. Standardmäßig verwenden wir Softdock-Fencing. Das heißt, das ist der Softdock vom Kernel. Es gibt welche, die sagen, okay, das ist nicht gut, kein Problem. Man kann auch eben IMPI, Watchdogs verwenden oder eben jetzt im nächsten Schritt kommen auch, das ist schon vorbereitet im 4.2er, kommen dann eben auch wieder die Fence Agent dazu, wie man es vom 3er, also vom PVE 3 kennt. Dass man eben wieder Switches oder irgendwelche über Power fencen kann. Das ist also dann alles kein Problem. Generell und bieten wir momentan als HA-Features an, dass ich sagen kann, okay, ich habe die Failover-Groups. Das heißt, ich kann meine VMs zu einer Gruppe gruppieren und kann denen eben sagen, zum Beispiel, ich restrikte sie auf nur 2 Nodes von meinem Cluster, weil ich zum Beispiel sage, okay, der 3. Node ist eigentlich gar kein richtiger Compute-Node, sondern das ist zum Beispiel nur ein Quorums-Keeper. Der hat eigentlich überhaupt nicht die Capability zum Laufen lassen von VMs. Und deswegen sage ich, okay, ich möchte eigentlich nur auf den 2 oder ich sage, okay, im Falle einer Migration möchte ich, dass die 50% der VMs und Container auf den Node und 50% auf den migriert werden. Da kann man natürlich die schönsten Sachen bauen. Von den Storages unterstützen wir eine Vielzahl an Storages. Wir haben auch überall die Packages rein, eben wie zum Beispiel die DRBD9. Kann man bei uns einfach mit einem Package Manager installieren. Das heißt, ich brauche nur apt-get und die Packages kommen dann von unserem Repo, werden einfach installiert und sind drauf. Die Storages sind eigentlich bei uns alle mehr oder weniger, die initiale Einrichtung muss man machen. Das heißt, also ich muss eben, was auch immer, es ist einrichten und dann kann ich es über das GUI verwenden. Dann kann ich es hinzufügen und eben, wie gesagt, dann habe ich die Möglichkeit, jede Storage, zum Beispiel wie die DRBD9, könnte ich dann sagen, okay, ich mache einfach eine neue VM oder eben einen Container. Also Container haben wir es noch nicht integriert, aber bei VM kann ich sagen, okay, ich mache jetzt einfach eine neue VM, sage, okay, die kriegt eine Disk mit 100 GB und zack, habe ich das. Und es wird dann eben alles automatisch eben gemacht. Nur eben, wie gesagt, den DRBD-Cluster muss ich mir selber einrichten. Gut, dann zum API. Warum auch immer. Man kann das sehr, sehr leicht integrieren, weil es in JSON geschrieben ist alles. Und ich kann auch für die, die das Ganze vorher ausprobieren wollen, zum Beispiel mit der PVE Shell, das ist PVE SH, kann ich im Prinzip genau das, was die API macht, kann ich vorher auf dem Command Line testen. Und sehe auch im Prinzip genau, was gibt es mir aus im JSON-Format. Also das heißt, da bin ich sehr, sehr flexibel, kann eben integrieren. Alles, was ich im Prinzip über das WebGUI kann, kann ich eben über die API machen, weil das WebGUI natürlich die API verwendet. Und eben zum Testen von dem Ganzen kann ich im Prinzip die Shell verwenden. Und es gibt eben, wie gesagt, da sehr, sehr viele Third-Party-Tools von Accounting über Monitoring, eben Nagios-Interface, also Plugins gibt es dafür, für PVE.
die man einfach dann verwenden kann. Gut, wir haben von noch mehr verschiedene Sachen, zum Beispiel die Firewall, die Built-in-Firewall, die clusterweit funktioniert. Das heißt, ich kann die Firewall clusterweit setzen und das funktioniert dann ganz einfach mit einem Hierarchiesystem. Das heißt, also im Prinzip Datacenters, die oberste Hierarchie wird überschrieben vom Node, wird überschrieben von der einzelnen VM-Container. Das heißt aber, es hat auch den Vorteil, wenn ich zum Beispiel auf einem VM-Container eine Rule apply dann, und es eine Migration stattfindet, dann bleibt die Firewall-Settings bleiben bestehen. Die werden dann halt nur auf einer anderen Node applied. Das heißt also, das wird mit der Migration funktioniert das weiter. Brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich mir denke, okay, jetzt wird es migriert und jetzt sind meine ganzen Firewall-Settings weg. Wird automatisch gemacht. Genau das gleiche ist auch mit dem Backup. Funktioniert auch clusterweit. Das heißt, wir können Container wie auch VMs von außen backuppen. Das heißt, ich muss keinen Backup-Agent drinnen installieren oder sonst ähnliches, sondern ich kann ganz einfach von draußen sagen, okay, ich mache ein Backup und das Ganze kann ich eben auch schedulen, dass ich sage, okay, mache jeden Tag ein Backup etc. Und das ist auch egal, auf was für eine Node es ist, weil wie gesagt, das wird wieder clusterweit gemacht. Wir haben unseren eigenen PVE Authentication Server. Das hat eben den Vorteil, dass ich zum Beispiel AD oder LDAP integrieren kann und dann alle User, die ich dort habe, eben reinsynken kann und denen dann dementsprechende Permissions geben kann, wie ich das auch will. Das Ganze ist kombinierbar eben mit Two-Factor-Authentification. Die Two-Factor-Authentification gilt aber natürlich nur fürs GUI. Also für jetzt, wenn ich mich jetzt so drauf verbinde, mit PAM zum Beispiel, funktioniert das nicht. Also über die SSH zum Beispiel. Wir haben auch noch jetzt standardmäßig den HTML-VNC-Client. Das heißt, es ist keine Notwendigkeit mehr von irgendeinem Java-Client, wie es früher war, wo ich mir erst das Java-Ding runterladen habe müssen, dann Probleme gehabt habe mit der Version und es dann doch nicht funktioniert hat. Das funktioniert jetzt alles eben mit HTML, kann ich deswegen auch wunderschön in Webseiten integrieren und zum Beispiel Leuten sagen, wenn ich sie zum Beispiel weiterverkaufe, müssen die gar nicht mal sehen, dass es PVE ist. Das ist dann einfach, habe ich mein eigenes Web und meine eigene Konsole und im Endeffekt sieht es keiner, was es ist. Sonst haben wir noch die Möglichkeit eben VMs Cloning und Template Creation. Das ist ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche eigentlich nur Webserver. Ich bin zum Beispiel Webentwickler und ich möchte schnell Webserver verwenden. Kann ich ein Template anlegen, das genauso konfigurieren, wie ich will und von dem weg klonen. Und dann habe ich halt immer innerhalb von wenigen Sekunden eine voll funktionsfähige VM oder eben Container, ohne dass ich jetzt irgendwas tun muss und mein Template bleibt trotzdem noch bestehen. Also ich heiße, ich verändere nichts. Es funktioniert natürlich auch mit Snapshots, also wenn es die Storage-Technologie unterstützt. Jetzt noch einmal eben zum Subscription-Modell. Es ist generell, wie ich gesagt habe, Proxmox Virtual Environment kann jeder verwenden. Wir leben eigentlich als Firma nur von den Subscription, also vom Support. Wir haben vier verschiedene Stufen, wobei die Community einfach nur mehr oder weniger ein Commitment ist, so nach dem Motto, man unterstützt uns. Und man hat halt den Vorteil, dass man dann im Enterprise Repository die Pakete kriegt, die einfach länger getestet sind. Und deswegen, ja, auch stabiler sind. Zweiter Vorteil ist noch, im Forum kann man sich eben markieren, dass man sagt, okay, man hat eine Subscription und das bewegt eben gerade viele Developer, die extern mithelfen, zum schneller Antworten. Also es ist erfahrungsgemäß, die Leute, die eine Subscription haben, kriegen dann meistens schon nach 30 Minuten eine Antwort, während die anderen warten 2 Stunden. Also sonst generell ist darüber eigentlich nichts zu sagen. Wenn es dann eben zu Basic oder Standard oder Premium kommt, dann ist eben noch der Support mit uns direkt inkludiert. Wie gesagt, der Support wird bei uns von Entwicklern gemacht. Das heißt also, wir müssen es eh auch selber dann ausbaden. Also was wir dann verbrechen. Gut, das ist jetzt nochmal generell alle Ressourcen, was es gibt, eben das Forum,
die Wiki in der Wiki sind halt alle Sachen erklärt, wie zum Beispiel, wie setze ich einen DRBD-9-Cluster auf, diese ganzen Steps, oder wie setze ich einen Cluster auf. Generell haben wir zwei Mailinglisten, das ist einmal die User-Mailingliste und die Developer-Mailingliste. Die Developer-Mailingliste, die wird halt einfach für Patches verwendet, während die User-Developer-Liste eigentlich eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil dafür haben wir eigentlich hauptsächlich das Forum. Bug-Tracker und halt die Git-Sourcen, wo man halt sehen kann, wie wir momentan mitten im Development stehen. Das ganze PVE ist in Perl programmiert. Also wir haben eigentlich so ziemlich alles in Perl, bis auf ein bisschen C-Code, wo man halt von KVM und sowas dazu getrieben werden. Und ja, das Fuse-File-System ist auch in C geschrieben, also das PVE-Cluster-File-System. Gut, das wäre es insoweit von meiner Seite. Ich danke vielmals und würde jetzt noch zu Fragen zur Verfügung stehen. Das Thema, das ist der 4.2er-Ubuntu-Kernel. Ich weiß nicht, in Jesse Backports gibt es schon 4.4er. Also warum gerade diesen Move zu dem Ubuntu-Kernel? Der Punkt war ganz einfach, weil damals, als wir losgegangen sind mit dem 4.1er-Kernel, hat es den Backport, war der noch, glaube ich, bei 3.19 oder sowas. Und wir haben uns halt, weil wir sind ja weggegangen von, also mit dem 3er waren wir ja generell auf dem 3.10er Red Hat-Kernel, waren wir gezwungen durch OpenVZ. 2.6.32 und der 3.10er hat dann schon kein OpenVZ-Kernel. Genau, ja. Ja, warum eine kleine Rolle im Release? Also warum unbedingt Debian dann? Weil man das Debian nicht unbedingt so prickelnd neu ist ja... Ja, aber dafür sind sie auch getestet, die Pakete. Ich meine, Rolling Release, ich meine, erstens einmal hat man eben den Vorteil, dass man wirklich eine Debian-Box hat. Das heißt, ich kann machen, was ich auf dem Debian-System machen kann. Und viele Leute wollen einfach gewisse Sachen noch zusätzlich auf dem Proxmox VE installieren. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Nur es gibt immer wieder Leute, die sagen, okay, sie wollen das installieren und Debian, sage ich mal, ist gerade jetzt hier bei uns in Europa doch relativ verbreitet und ist eine starke Community und deswegen Rolling Release, ich meine, wir von uns aus, wir haben es eh, ich meine, wir haben ja im Prinzip das Rolling Update und damit Release, wir machen halt Release Points, ja, aber im Endeffekt sind wir selber ja eh Rolling. Und eben nochmal zurück zum Kernel zu kommen. Es war eben dann die nächste Sache, ja, weg vom Red Hat-Kernel. Der zweitmeistverwendetste Kernel ist halt dann einfach Ubuntu, würde ich jetzt behaupten. Und das ist halt einfach, ja, was viel gebraucht wird, wird halt auch, sagen wir mal, hat weniger Fehler und laufen wir nicht als erstes rein. Während bei den Backports ist es dann halt schon so eine Sache, dass man vielleicht eventuell in manche Sachen reinläuft, die jetzt bei anderen Sachen schon gefixt sind. Noch eher eine skurrilere Frage. Die ja. 5,41, warum 5,41? Das ist irgendein komischer Dollar-Conversion-Dispons, oder? Preis mache ich nicht, da habe ich zum Glück gar nichts damit zu tun. Das ist so komisch. 5,42. Na, also das... Na, ich weiß schon, warum es ist. Es ist nämlich deswegen, weil wir haben natürlich die Subscription, die geht aufs Jahr. Und durch 12 kommt sowas raus. Aber wir haben trotzdem mit der Subscription nichts zu tun. Wie gesagt, wir dürfen nur die Tickets ausbaden. Gut. Das ist alles sehr ja, das ist wahrscheinlich gerundet oder sonstiges worden, ich weiß es auch. Wahrscheinlich 65 und dann abgerundet oder so. Na gut, okay. Ich denke, keine Fragen mehr sein.